Hallo und grüß Gott, meine Dreamies. Ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum nächsten Part der Pokémon Brilliant Diamond Nuzlocke Challenge auf diesem Channel. Wir sind im letzten Part durch Jubelstadt, haben Herzlingen erreicht und sind somit fast wieder da, wo wir beim ersten Run waren. Es dauert nicht mehr allzu lang. Ich werde in diesem Part nicht allzu viel machen. Es wird wahrscheinlich wieder so ein kleiner Erkundungspart. Wir machen zwei Encounter. Machen vielleicht dann schon die Arena. Weiß ich noch nicht. Ich habe nicht vor, jetzt schon die Arena zu machen. Sondern erst im nächsten Part. Aber schauen wir mal. Vielleicht geht es in dem Part schon aus. Je früher, dass wir durch sind, umso besser. Problem ist halt, ich muss wieder Level farmen. So wie den letzten Part schon. Von dem her würde ich das eigentlich ganz gern in ein Go schaffen. Aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht wird das auch nur ein ziemlich kurzer Part werden. So 15 Minuten Part. Dann war der letzte war 30 Minuten. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Weil ich würde eigentlich schon gern die Arena schon in dem Part machen. Ja, schauen wir mal. Ich bin nur ein unentschlossen, wie ich es mache. Wir schauen einfach, wie es von der Zeit her ausgeht. Wenn ich leveln muss, dann machen wir wieder einen Level-Part, so wie beim letzten Run. Das ist mir egal, weil ich bin zu faul zum Schneiden. Beziehungsweise kenne ich mich mit Videoschnitt nicht wirklich aus. So, von dem her bin ich eigentlich immer so einer, der was so ongoing Parts macht. So, ich starte die Aufnahme, ich beende die Aufnahme. Das war's. OBS hat mir leider die Möglichkeit rausgenommen, den Part zwischendurch zu pausieren, weil das habe ich bisher immer gemacht, wenn ich gesagt habe. Jetzt kommt ein kleiner Schnitt, da habe ich einfach die Aufnahme pausiert. Die Möglichkeit ist mir leider genommen worden. Von der Welt muss ich das jetzt einfach durchziehen. Und wir sehen einfach, wohin uns das führt. So, dann schauen wir mal, was auf dieser Route unser Encounter ist. Macholo. Ich hätte lieber Ponita gehabt, aber Macholo ist auch fein. Das könnte man dann theoretisch auch gleich mit unserem Team aufnehmen für die Arena. Wenn wir es nicht killen, Gott sei Dank. Hui, jetzt habe ich kurz gespitzt und man ist nicht leicht weggeritten, aber es ist sie Gott sei Dank ausgegangen ohne Crit. So. So, dann haben wir einmal Rollo in unserem Team. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, und zwar benennen wir das gute Macholo
noch den besten Mod auf Twitch. Nach dem guten Sascha. Und dadurch, dass Tora ein Flug-Pokémon ist, packen wir Tora für diesen Part und für die Arena definitiv in die Box. Heißt, wir können Macholo eigentlich jetzt noch vorne tun, noch vorne packen. Dann gehen wir nochmal schnell ins Pokécenter heilen. Schauen wir mal, vielleicht können wir den Part so lang strecken, dass es ausgeht, dass ich auf die 20 Minuten komme. Aber ich befürchte fast nie. So, dann ab in die Erzlinge Minen. Dann nochmal quatschen, vielleicht kriegen wir da noch was. Nein, da kriegen wir nichts. Wir quatschen einfach jetzt mit jedem, um den Pfad ein bisschen zu strecken. Vielleicht kann ich noch irgendwo Items abstauben. Irgendwo Item? Ja. Ja, schön, Sternenstaub können wir verkaufen. So, aber ich glaube, das war's. Das erste, na, da ist noch was. Hey, bleibst du stehen? Oh, Supertrank, sehr schön. Gut, dass wir nochmal mit allen reden. Was? Ja, sonst gibt es. Was? Dann gehen wir jetzt in die Mine rein. Hat schon da die Trainer. Holen den guten Fight raus für unseren Encounter. Und unser Encounter ist ein Kleinstein, haben wir schon. Haben wir schon. Aber ist Training für unser Macholo. Von dem her nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ein Igler-Walzer-Strategie wahrscheinlich. Okay. So geht's auch. Einfach mal setupen. Sehr schön. Sehr schön. Sascha erreicht Level 8. Sascha lernt Vergeltung. Das freut uns doch. X Verteidigung. Bringt uns nicht wirklich viel. Ist ein solides Item, aber nicht für unseren Run. Weil X-Items zähle ich mit unter Heil-Items, sprich Tränke, von dem her keine X-Items für uns. So, nächste Kleinstein geklatscht. Gehen wir von Eichen irgendwas. Nö. So, herzlich willkommen in der Erzellingen-Mine. Rheinstein, das haben wir schon 500.000 Mal besiegt jetzt. Irgendwann reicht's auch. Ich weiß, dass man in der Mine nur Onyx encountern kann. Von dem her
falls wir ein Onyx encountern, wäre das natürlich optimal. Wenn nicht, dann nicht. Sind jetzt so ein Encounter mehr oder weniger nicht so schlimm in dem Game. Vor allem wenn man bedenkt, dass 80% der Encounter, die wir da herinnen machen können, sowieso immer nur dieselben Pokémon sind. Ui, das war ein Crit, wollte ich gerade sagen. Können wir gut gebrauchen. Wir packen Silberblick weg, weil Verhöhner könnte unter Umständen praktisch werden in den Run. Wir wissen, Fight League gern Tarnsteine. Wir wissen, das Zubat von Commander Mars liegt gern auf Toxic. Von dem her Verhöhner auf einen so schnellen Pokémon wie Panferno definitiv nicht das schlechteste. Wir heilen unser Macholo schnell hoch. Hallo Fight, zu dir komme ich gleich. Red vorher nur mit deinen anderen Freunden. So, gut, soweit. Arbeiter Wolfram setzt Kleinstein ein und hier mit Sascha mit dabei. Wir Fußkicken dieses Kleinstein. Noch ein bisschen mehr als über 50%, das setzt Sandsturm ein. Ich schätze mal, als nächstes wird ein Onyx reinkommen. Weil das haben wir noch gar nicht gesehen und ich weiß, dass es da herinnen Onyx gibt. Und den einer dieser Minenarbeiter muss Onyx haben. Bei Onyx und Stalos eines der beliebtesten Pokémon in jeder Arena. Nicht nur für Fight, sondern auch in der Stahlarena, in der Eisarena, in der Elektroarena. Überall gibt es Onyx und Stalos. Von dem her wollen wir relativ sicher, dass wir eines hier sehen werden. Aber die sind keine Herausforderung für Sascha. Ah, okay. Es lebt nochmal. Tackle macht nichts. Fußkick Onyx ist Geschichte. Ja. Weitere Level für meine Pokémon. Chain Whip Biss erlernen. Über Silberblick. Weil die Attacken können gut sein, aber ich bin nicht zu fast nicht. Von dem her im Run selber brauche ich es jetzt nicht unbedingt. Aber ja. Sie könnten in einer Nuzlocke theoretisch unter Umständen wirklich gut sein, aber ich bin da nicht so der Fan davon. So, dann spreche ich meinen Fighter mal an. Verpiss dich in deine Arena, wie sie wartet und will dich herausfordern, nachdem du Freezy die herausgefordert hat. Will ich dich herausfordern, weil ich will meine Rache für den ersten Try. Oh,
Und ich würde diesmal auseinandernehmen und nicht Gummi. Na, Spoiler, falls ihr den ersten Try noch nicht gesehen habt, schaut's auf alle Fälle rein. Es wird euch nicht enttäuschen, wenn ihr in die älteren Nuzlocke-Teile reinschaut. Sie sind ultra witzig und spannend. Vor allem die Arena-Battles. Auch wenn wir nur zwei gemacht haben. Aber ja, die haben es in sich gehabt. Und auch das Kraftwerk war eine höllische Herausforderung. Von dem her, wenn ihr Lust habt, schaut gerne in die älteren Parts rein. Lasst auf alle Fälle ein Like da in die älteren Parts. Pusht diesen Kanal ein bisschen. Weil, ich weiß, ich mache jetzt nicht den besten Content, aber ich will doch, so sagen wir mal, bis Ende des Jahres 100 Abonnenten erreicht haben. Das wäre so mein Ziel. Von dem her, schaut in die älteren Parts, pusht die älteren Parts, pusht dieses Video. Es würde mich irrsinnig freuen, wenn wir mit diesem Channel eine kleine, aber feine Community aufbauen könnten. I know, ich bin ein Nischenprojekt, mehr oder weniger. Ich bin Österreicher, mache mein Content in meinem Dialekt. Aber jemand dachte, hey, wenn ich Hochdeutsch rede, klingt das immer so verkrampft und gezwungen. Von dem her quatsch ich einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ja, von dem her ist dieser Channel entstanden. Einfach aus Jux und Tollerei. Ich hab mir gedacht so, es gibt eigentlich relativ wenige bis gar keine österreichischen Content Creator auf dem Pokémon-Markt. Und wenn, dann sind es irgendwelche Wiener, die Hochdeutsch quatschen, aber so richtigen Dialekt-Content gibt es eigentlich nirgendwo. Ich weiß, dass die von den größeren Channels, Hog Galaxy und Electech 9, so die größten österreichischen PokéTuber-Channels sind. Aber die quatschen da hauptsächlich auf Hochdeutsch und machen hauptsächlich Liegen-Content. Und bei mir auch. Weil bin ich mit so einem kleinen Pokémon-Kreis drinnen. Da sind wir viel Leute, machen und haben einen Channel laufen, wo wir auch so Competitive-Pokémon-Zeig bringen. Haben jetzt ein Draft-Picker gestartet. Habe ich aber, glaube ich, auch schon im letzten Part erwähnt. Checkt auf alle Fälle den Kanto-Ku-Channel ab. Er ist in der Videobeschreibung verlinkt, wie er schon in alle anderen Videos. Ja. Ich will mich nicht zu viel wiederholen, aber so viel dazu. Wir sind jetzt bei 18 Minuten. Das heißt, ich werde nur die zwei Arena in der Arena klatschen. Dann werde ich offscreen ein bisschen trainieren, dann machen wir Fight und dann geht's auch schon Richtung Kraftwerk. Erst Richtung Flori, dann Richtung Kraftwerk. Ich glaube, so macht man das jetzt. Dann habe ich den Part gut gestreckt. Ohne viel Skammers, ohne viel Schneiden, weil habe ich ja schon angesprochen, OBS hat mir leider diese Option genommen, die Aufnahme zu pausieren. Das war richtig geil. Ja. Muss ich schauen, ob ich die irgendwo wieder kriege mit irgendeinem älteren. Also wenn ich OBS downgrade, eine ältere Version habe, ob ich dann die Aufnahme pausieren Option wieder habe, weil die war ultra praktisch für mich.
So. Klatsch mal den seine Kleinstern weg. Kleinstern wurde besiegt. Sehr schön, was kommt rein? Wahrscheinlich wieder ein Kleinstern, oder? Na, gar nichts diesmal, okay. Wird theoretisch ein One-Shot sein. Aber nur theoretisch, schauen wir mal. Ja. Und so, wie sie. Level 12 für Sascha. Sehr schön. Boost-Rate. Ja. Und dann noch Vergeltung weg. Und erlernen Fußtritt. Sehr schön. Jo, schaut soweit gut aus. Checken wir mal die Level ab. Level 12. Ja, ich würde sagen, ich trainiere nur ein Level höher in der Wildnis. Vor allem Hakan, Leon und Sascha werde ich nur ein Level höher trainieren. Falls euch der Park gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sind kurz vor den 20 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn wir die knacken. Würde mich auch freuen, wenn wir mehr als 20 Abonnenten knacken. Ansonsten wünsche ich euch nur einen schönen Tag und man sieht sie im nächsten Video.